Hallo, seid gegrüßt, hier ist wieder Bernd von Saxbreak, von eurem Saxophon-Channel auf YouTube. Heute mache ich wieder einen kleinen Equipment-Check. Viele haben sich gewünscht, dass ich nochmal Kunststoffblätter ausprobiere. Ich habe zwei dabei, und zwar zwei, von denen ich weiß, dass die sehr oft gespielt werden. Das sind von Leger, ist die Marke. Und zwar habe ich einmal, sieht man das? Ja, einmal American Cut. Und einmal die Signature Series. Der will nicht richtig scharf stellen, genau. Und die werde ich mal ausprobieren. Ich habe es fürs Altsaxophon. Und zwar in der Stärke 2,5 habe ich hier. Genau, habe ich auch vom Blazer Forum in Köln zur Verfügung gestellt bekommen zum Ausprobieren. Und das Gute bei diesen Leger-Blättern, bei den Kunststoffblättern, ist, dass man die zurückgeben kann, wenn die nicht passen. Ne, wenn man merkt, man hat es gekauft und merkt dann, dass es vielleicht ein bisschen zu hart ist oder zu weich, dann kann man die tatsächlich zurückgeben. Das bietet die Firma an. Das ist schon mal ein super Service. Ich guck mal, was die kosten. Ja, genau. Die American Cut, der kostet ein Blatt 32,50 €, also ganz schön teuer. Und bei der Signature, das Blatt kostet 30 €. Also schon ordentlich. Und wenn man so viel Geld ausgibt für ein Blatt, dann möchte man natürlich auch ein gutes. Ne? Dann möchte man natürlich auch eins, was richtig gut funktioniert. Okay, ich mache das mal drauf. Ich fange mal an mit dem American Cut. Ich weiß jetzt nicht genau, was das bedeutet, American Cut. Hier hinten ist so ein bisschen eine Erklärung, wie das eben klingen soll. Da steht Bright Projection Response. Genau, da kann man so ein bisschen einordnen, wie das klingen soll. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ne? Da steht hier oben die Brightness, ob es irgendwie dunkel klingt oder hell. Bright ist hell, dark, dunkel. Und Projection ist, wie es projiziert, also wie der Ton nach vorne rauskommt, so ein bisschen. Oder? Denke ich mal. Projection. Dark. Und Response ist halt die Ansprache, ne? Wie es anspricht, ob es schnell anspricht oder eben ein bisschen länger dauert, bis es schwingt. Ich habe normalerweise hier auf meinem Mundstück habe ich einen Dreier Woodstone drauf. Und jetzt haben wir nicht genau gewusst, also es gibt ja so Tabellen, da kann man sehen, kann man vergleichen mit den Holzblättern, wo man da hin muss, aber wir haben einfach mal jetzt 2,5 genommen. Und es wird schon irgendwie funktionieren. Oh, das ist eher ein bisschen hart, ja, für mich jetzt. Ist ein bisschen zu hart für mich, aber es geht trotzdem gut. Ich habe eine 7er Bahnöffnung bei dem Mundstück. Ja, es klingt aber gut. Gutes Blatt. Klingt wie ein richtiges Blatt. Ich hatte schon mal Kunststoffblätter ausprobiert, da war auch ein Leger dabei. Das war aber ein recht altes, so von vor 5 Jahren oder noch älter. Die haben sich ja in der Entwicklung da
Die haben ja ganz schön was gemacht. Ja, mit ihm. Die haben sich weiterentwickelt, wollte ich sagen. Also einfach weiter, dass es noch ein bisschen besser wie ein richtiges Blatt klingt, wie ein Holzblatt. Und das macht einen sehr guten Eindruck, das Ding. So, jetzt nehme ich mal das Signature Series Blatt. Das ist zum Beispiel auch das hier, ist viel besser verpackt. Ja, dieses American Cut, das ist in so einem Plastik-Etui fast schon drin. Und das hier ist einfach in so einem, das ist hier in so einer Pappe, klemmt das hier drin. Zum Stück Karton. Ja. Sieht aber, ja, sieht eigentlich genauso aus. Ne? Ist auch so ein durchsichtiges, transparentes Ding. Auch ein 2,5er. Signature Series. Das ist leichter und heller. Das klingt schärfer. So ein bisschen aggressiver, ne? Mehr Obertöne drin, schärfer. Also ist schon erstaunlich, was man am Sound alles verändern kann mit einem Blatt. Je nachdem, wie scharf das klingt und dann vielleicht auch in Kombination mit dem Mundstück zusammen, wenn man ein Mundstück hat, was auch sehr laut und scharf klingen kann und dann noch so ein Blatt eben dazu nimmt, das in Kombination, ne? Scharfes Blatt, scharfes Mundstück, da kann man halt ja schon in eine ganz genau in eine Richtung gehen, wie man will. Ne? Will man vielleicht nicht so scharf klingen, nimmt man eben ein anderes Blatt, was weniger Obertöne hat und auch ein Mundstück, was weniger Obertöne hat. Ne? Ich habe ja erst dieses Jody Jazz Custom Dark habe ich ja ausprobiert und das war schon ein bisschen voller und weniger Obertöne drin und so. Und wenn man dann noch vielleicht noch hier so mit so einem American Cut Leger spielt, dann klingt man halt, ja, ist man nicht so scharf, ne? Ist es nicht so durchdringend, der Sound, dass der nicht so knallt. Es ist mir jetzt ein bisschen zu knallig, das Blatt, ehrlich gesagt. Es hat sehr, sehr viele Obertöne. Weiß nicht, ob man es hören kann jetzt über das Mikro hier. Wahrscheinlich kriegt man es schon ein bisschen mit, aber ich merke das schon sehr stark. Das ist schon ein ganz, ganz großer Unterschied. Nochmal wechseln. Das ist nicht schlecht, American Cut. Okay. Ja, die sind vom Bläserforum. Das Bläserforum in Köln hat mir die zur Verfügung gestellt. Das ist ein Blasinstrumentenfachgeschäft mit auch Schwerpunkt Saxophone und Saxophone-Equipment. Wenn euch das interessiert, wenn ihr gerne sowas ausprobieren wollt, dann könnt ihr auf die Seite gehen, bläserforum.com. Bläserforum schreibt man mit AE, bläserforum.com. Und die haben zwar keinen Online-Shop, aber ihr könnt da. Die haben einen Katalog, denke ich, auf der Seite. Und da kann man auch sehen, was für ein Sortiment die haben. Und man kann da anrufen, kann die dort bestellen, einfach telefonisch. Das geht auch. Ne? Also falls man sich da was zuschicken lassen will, das machen die. Und man kann natürlich auch super im Laden alles ausprobieren. Jetzt ist, glaube ich, also nach dem Lockdown. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Moment aussieht, aber normalerweise haben die oben so eine Kabine, so eine Schallkabine, da kann man, also Schallschutzkabine, da kann man reingehen.
wenn da nicht viel los ist, kann man sich da auch länger drin aufhalten mit einem Fenster. Das ist total angenehm, da drin Sachen auszuprobieren. Klingt gut und man kann wirklich auch, man kann auch zu zweit da reingehen, kann vielleicht den Lehrer mitnehmen, dass der ein bisschen mithört, ne? Und kann einfach da vieles ausprobieren und ja, hat da ein bisschen seine Ruhe. Und außerdem haben sie ganz viele Noten. Also das ist auch super. Man findet eigentlich ganz viele Play-Along-Hefte, so Herr Leonard haben die alles da und so. Das ist auch super. Gute Auswahl auf jeden Fall. Guter Laden. Und wenn man ein Instrument kauft, da, dann haben die auch einen Service dabei. Also die haben so eine kleine Werkstatt ist da mit drin und die reparieren auch. Also wenn man jetzt bei denen das Instrument kauft, kann man immer wieder mit seinem Saxophon da hingehen, wenn irgendwas nicht funktioniert und dann machen die das. Das ist halt auch sehr praktisch. Ist auf jeden Fall viel besser, als wenn man es irgendwo von weit weg im Internet bestellt. Und dann, wenn was dran ist, hat man halt ein Problem. Ne? Dann muss man immer wieder Geld reinstecken. Und so, wenn eine Werkstatt dabei ist im Laden, dann kann man eben da hingehen. Und die gucken das dann, die richten das dann ein. Ne? Alles klar. Gut, ja, probier das mal aus hier. Leger American Cut oder Leger Signature Series. Ganz interessant. Signature Series klingt heller, schärfer. American Cut ist ein bisschen voller, bisschen größer, der Sound so, dunkler. Und ihr könnt mir ja gerne mal Kommentare reinschreiben, ob ihr vielleicht auch Erfahrungen habt mit Kunststoffblättern. Vielleicht spielt ihr auch andere. Es gibt ja noch so ein paar berühmte Marken. Hartmann gibt es noch und wie heißen die Japaner? Fällt mir jetzt gerade. Forest Stone, also wie Forest, der Wald. Schreibt mir mal unten in die Kommentare rein, ob ihr vielleicht auch schon Erfahrungen mit Kunststoffblättern gemacht habt. Vielleicht spielt ihr auch eins und seid da ganz begeistert und sagt, hey, genau das spiele ich schon 2 Jahre und es gibt nichts Besseres. Könnt ihr ja unten reinschreiben, würde mich interessieren, was ihr da so spielt. Und oder wie ihr das seht, so Kunststoffblätter verglichen mit Holzblättern. Ob ihr da irgendwie einen Unterschied merkt. Es gibt ja immer so, gibt ja schon so, viele, die tendieren mehr zu Holzblättern. Im Profibereich vor allem, da spielen die meisten Holzblätter. Und im Hobbybereich gibt es halt viele, die spielen Kunststoffblätter. Ich bin eigentlich auch mehr so der Holzspieler. Ich spiele selten Kunststoffblätter, obwohl das natürlich sehr praktisch ist, weil dann das Blatt einfach, wenn man eins hat, was gut ist, einfach immer bereit ist. Ne? Man muss es nicht lang nass machen, das funktioniert direkt und es hält auch lange. Ne? Man braucht nicht ständig neue Blätter. Das ist schon eine praktische Sache. Ja, vielleicht besorge ich mir eins. Vielleicht kaufe ich das Ding, dieses American Cut. Mal sehen. Okay, also dann, wenn euch das Video gefallen hat, wenn es euch irgendwas gebracht hat, wenn ihr was dabei gelernt habt oder so, dann gebt mir gerne ein Like. Das wird mir gefallen, natürlich. Und abonniert meinen Channel, das hilft mir immer sehr weiter. Und wenn ihr Lust habt, schickt das Video ein bisschen rum. Vielleicht kennt ihr jemanden, den es interessieren könnte, was ich da mache. Und gerne Kommentare abgeben. Ne? Wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr mich was fragen wollt, schreibt es unten in die Kommentare rein, dann werde ich das auch beantworten später. Ja, alles klar. Dann noch viel Spaß beim Saxophon spielen und noch einen schönen Abend und bis bald im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.